Und weiter geht's mit Let's Play Battle March. Wir schlagen hier erstmal unser Blutspeerlager auf, um uns dann der nächsten Mission zu widmen. Und ich kann euch schon so viel verraten. Die Mission hat mir so gut gefallen, die spiele ich jetzt gleich nochmal zum zweiten Mal. Denn, da kommt wirklich eine ziemlich gemeine Stelle. Und die habe ich beim ersten Durchgang etwas unterschätzt und bin, also nicht direkt gescheitert, aber ich habe zu viel Verluste erlitten dadurch und ja, deshalb probieren wir es gleich nochmal. Wie ihr seht, kriegen wir hier jetzt dann Zugriff auf ein Regiment Hexenkriegerinnen. Die sind ziemlich gut, denn die haben 2 Trefferpunkte pro Modell. Was für ein Dunkelelfen-Infanteriemodell recht gut ist. Zwar keine Rüstung, sieht man auch hier am Bild. Aber die schlagen mit ihren 2 Handwaffen relativ schnell zu. Und ja, sind ziemliche Nahkampfmonster. Hexenkriegerinnen sind mit Cain, dem Meister des Todes, vermählte, betörende und verführerische Elfenjungfrauen. Das Schlachtfeld stellt für sie nur einen weiteren Tempel des Cain dar, auf dem die Schreie der Sterbenden zu Lobgesängen zu Ehren ihres blutrünstigen Gottes werden. Vor der Schlacht trinken die Bräute des Cain etwas mit einem Elixier vermischtes Blut, das sie in Mordlust und Raserei versetzt. Ja, und die Psychopathinnen kaufen wir jetzt ein. Und nehmen wir mit. Erstmal in den Tempel. Ja, wie ihr hört, wird da auch gerade fleißig geopfert. Aber nichtsdestotrotz füllen wir da unsere Ränge auf. Gut, damit haben wir noch ja, knapp über 4000 Goldmünzen übrig. Die Echsenritter hier, die werde ich in dieser Mission zu Hause lassen. Sprich, die fülle ich dann auch nicht auf. Sondern werde im Zeughaus lieber die Truppen etwas ausrüsten. Also vor allem die Hexen hier. Damit die ein bisschen Rüstung kriegen. Natürlich auch die Kommandoeinheit dazu. Beziehungsweise hier die Echsenritter. So, dann haben wir noch 2400 Goldstücke. Ja, da glaube ich, ist es auch nicht schlecht, wenn wir die restlichen beiden Nahkampfeinheiten noch etwas aufwerten. Und ich glaube, im Alchemistenladen kann ich auch gleich noch etwas zeuglos werden. Hier diese Energiesteine und Tränke. Den mittelstarken Heiltrank gebe ich auch gleich hier dem Tulaket. Genau. Und was ich auch noch machen möchte, ist, dass ich den Tulaket hier ein Reittier kaufe. Für 500 Gold. Erhöht die Trefferpunkte, Bewegungsrate und Ausdauer. Gut. So, jetzt ist er beritten. Und sitzt vermutlich auf einer Kampfechse. Ja, dann wäre eigentlich hier im Lager schon alles erledigt. Und wir machen uns auf zur Sklavenjagd. In der Nähe gibt es ein paar menschliche Festungen und diese Jämmerlinge können uns nicht aufhalten. Diese Linie wurde von den Mächten des Chaos überrannt. Sie werden einfache Beute sein. Man könnte sie als Sklaven zurück nach Nagaroth bringen. Der Hexenkönig wäre sicher sehr erfreut darüber. Ja, ist er bestimmt. Um auf der Hauptstraße weiterzureisen, begibt ihr euch nach Süden. Wenn ihr die Menschensiedlung angreifen wollt, um Sklaven zu erbeuten, solltet ihr nach Osten abbiegen. Das machen wir auch. Das gibt bestimmt einen netten
Bonus. Zack. Ja. Hexenritter raus, Hexenkriegerinnen rein und los. Da ist unsere Armee schon in Reih und Glied aufgestellt. Auf dem Hügel und blickt hinab zur Menschensiedlung. Dürstet nach Blut. Jetzt ist er tatsächlich beritten, da, der Tulaket. Da hatte ich ja in Mark of Chaos diesen Knopf da übersehen mit Umschalten zwischen beritten und zu Fuß. Und jetzt kann ich ihn dann auch in die Echsenritter stellen. Das heißt, in jeder Nahkampfeinheit ist dann ein Charaktermodell. Also hier. Dann den Kaylet in die Speerträger und auch die Lilayet. Verbeugt euch vor mir, bevor ich meine Dienste anbiete. Gut, und damit können wir schon anfangen. Ihr seht da vorne, ist so ein Leuchtkreis. Es sind soeben neue Informationen eingetroffen. Und hier kriegen wir auch schon unsere Sklaventreiber, hätte ich jetzt fast gesagt. Bestienmeister. Die hübschen Damen hier fangen unsere Sklaven ein. Und die befinden sich hier in diesen Behausungen. Da haben wir in der ganzen Karte hier 4. Und ja, da müssen wir die Damen eben hingeleiten. Ohne dass sie Schaden nehmen oder zerstört werden. Also Schaden dürfen sie schon nehmen, aber wir dürfen die halt nicht verlieren. Und die fangen uns dann diese Sklaven. Elende Narren! Die schwächlichen Feinde wurden gesichtet. Ich habe jetzt übrigens auch mitbekommen, dass man diese Türme da auch einnehmen kann. Das heißt, wenn ich eine Einheit in den direkten Kontakt bringe, dann dauert es eine Zeit und ich übernehme dann die Kontrolle über das Gebäude. Also in dem Sinne war sozusagen der erste Versuch nicht unbedingt sinnlos. Ja, warum hauen die ab hier? Die Musketenschützen und die Schwertkämpfer. Ist mir aber auch egal. Gut. Jetzt haben die den Turm doch eingerissen. Also als ich es letzte Mal probiert habe, habe ich die Türme einnehmen können. Aber egal. Holt sie euch! Sie sollen unter Schmerzen dienen und nur durch den Tod befreit werden. Auslöschen! Wir folgen eurem Befehl. Die schwächlichen Meine Feinde Klingen wurden sind unfehlbar. Gut, die ziehen wir schon mal nach und schicken sie in die Unterkünfte rein. Da ist der nächste Turm. Ja, und da nehmen die Schwertkämpfer auch schon Reis aus. Dann kann ich eigentlich die Echsenritter schon zu diesem Turm hinschicken, denn ich glaube, da kamen nämlich keine Verstärkungen von den Menschen. Es muss wieder frisches Blut fließen. Die schwächlichen Feinde wurden gesichtet. So. Ja, hier sehen wir schon zwei Einheiten der Menschen, die sich hier in dem Wald verschanzt haben, beziehungsweise ihr Lager aufgeschlagen haben. Die werden aber erst auf uns aufmerksam, wenn wir hier den Waldweg passieren. Genau, und hier seht ihr schon den Balken. Also der, wenn voll ist, dann, glaube ich, ist der Turm neutral. Und wenn ich dann ein bisschen länger dort stehe, dann gehört er zu uns. Aber so wie es aussieht, reißen die ihn schon wieder ein.
Naja. So. Neue Einheit ist angekommen. Ausgezeichnet. Eine erfolgreiche Jagd. Wir warten auf Anweisungen. Das heißt hier, diese Gestalten gehören jetzt zu unserer Armee, sozusagen. Mehr oder weniger unfreiwillig. Und die müssen wir auch im Umkreis um die Bestienmeister halten. Sonst versuchen die abzuhauen. Aber wie gesagt, die lasse ich eh etwas im Hintergrund. Nicht, dass mir die noch irgendwie zusammengeschossen werden. Ich werde meinen Weg nehmen. Elende Kreaturen! Wir werden sie dafür bestrafen, das Imperium betreten zu haben! Ja, das wird sich noch zeigen, Herr Hauptmann. Aber erstmal kommen hier von diesem Weg Verstärkungen für die Menschen. Nämlich in Form von Pistolieren und einer Einheit Ritter der Reichsgarde. Aber die können wir abwarten. Meine Krieger werden folgen. Ah, oder muss ich da erst die zusammenhauen? Das kann natürlich auch sein. Ja, in dem Fall sollte ich vielleicht meine Armbrustschützen und die Hexenkriegerinnen nach vorn ziehen. Denn die brauchen noch Erfahrung. Alle anderen sind ja eh schon auf Stufe 3. Und hier die Bestienmeister, die glaube ich verlassen meine Armee dann eh nach dem, also nach dieser Mission. Bewegt euch, ihr faulen Hunde! Dieses Land ist totgeweiht. Nichts kann mich aufhalten. Schnell, Bewegung! Ihr wagt es, mich zu stören? Was wünscht ihr? Ah, jetzt kommen die schon. Was können wir für euch tun? Wir warten schon zu lange auf neue Blutopfer. Der Rat bitte einen Angriff gegen euch. Ihr dürft eines Heldentodes sterben. Ja, ihr seht schon, keine Gegner. Ach so, da bin ich jetzt mit allen Einheiten im Nahkampf. Na gut. Was wünscht ihr? Was wünscht ihr? Der Feind ist wie lauten die Befehle? So, und da glaube ich. Wir warten schon zu lange auf neue Blutopfer. Gehe ich mal nur mit den in den Nahkampf. Kain verlangt Opfer. Ein würdiges Opfer. Ich werde meinen Weg nehmen. Ich werde meine Position anpassen. Der Feind wagt einen Angriff gegen euch. Noch mehr Opfer für Kain. Hier sind die Bräute Kains. Ein Trank und Gold. Gut, da brauche ich dann einen. Vorwärts, Bräute Kains. Ein Charaktermodell. Ja, auf Laufen umschalten. Ich werde meine Position anpassen. Und schnellstmöglich das Zeug krallen. Unsere Armbrüste sind bereit. Wir nehmen eine neue Position ein. Was wünscht ihr? Ja, da habe ich halt jetzt schon einige verloren. Ich
muss mich dem Töten hingeben. Was haben die eigentlich? Was ist denn? Bewegung 48. Da sind die wahrscheinlich, ja. 54, da sind die schneller. Das heißt, ich locke jetzt die Reiter und die Pistoliere mit denen an. Vorwärts! Wir sind die Bräute Kanes. Wir warten auf eure Befehle. Vorwärts! Ja, bitte. Umsicht begleitet meine Schritte. Kommen die diesmal nicht? Oder war das... war das hier oben? Ich werde das kann auch sein, nehmen. Dass ich mich da jetzt vertan habe. Die schwächlichen Feinde wurden gesehen. Ja, genau, da kommen die. Dieses Land ist totgeweiht. Unsere Armbrüste sind bereit. Der Tod ist unser Begleiter. Nichts kann mich aufhalten. Na? Kommt ihr? Was wünscht ihr? Ach, Ritter des Pantherordens sind's. Jetzt. Feuer! Aber da werde ich erstmal die Pistoliere dezimieren. Meine Gifte sind bereit. Sie werden Opfer für den Gott der blutigen Hand sein. Der Feind wagt einen Angriff gegen uns. Es wird ein Opfer benötigt. Angriff! Die Waffen Sterblicher können sie nicht bezwingen! Ja, das ging schnell. Die werden sich wahrscheinlich nicht mehr sammeln. Ja, sind schon raus. Die Elite des Imperiums, Adlige und mutig und so. Ich muss mich dem Töten hingeben. So, und jetzt kommt die Stelle, an der ich einen entscheidenden Fehler gemacht habe. Und zwar zeige ich euch das gleich. Da kommt nämlich eine Weggabelung. Und hier und hier weiter im Norden sind jeweils solche Unterkünfte. Und ich habe mir gedacht, ja, erst die hier oben im Norden und dann die. Knackpunkt daran ist aber, hier auf diesem Hügel, ich glaube, also da oder da steht eine Kanone. Und die hat mich doch etwas unter Beschuss genommen. Und die Knaben sind verdammt zielsicher. Das heißt, ich habe die Hälfte meiner Armee verloren. Feinde greifen uns an! Und ja, dann habe ich die Mission einfach nochmal gestartet. Mein Weg ist frei. So. Das heißt, neuer Plan. Wenn ich die beiden Einheiten hier weggemacht habe, werde ich meine Echsenritter packen. Und werde sehen, dass ich hier möglichst schnell rumreiten kann. Hier hoch. Und werde die Kanone dann von hinten angreifen. Und ja, ich hoffe, der Plan ist besser als das, was ich da beim letzten Mal gemacht habe. Und Kane ist mir hold. Ich bin der Bluthenker Kanes. Wir folgen eurem Befehl. Ich spüre die Winde dunkler Magie um mich herum. Ich bin der Bluthenker Kanes. Gut, kommen schon. Wenn dies der Wille Kanes ist. Kane, so, ja, also die Hellebardenträger fürchte ich jetzt nicht unbedingt im Nahkampf. Ich beherrsche alle Hexenkünste. Der Feind wagt einen die Angriff Flüsse werden euch zu Blut strömen. Angriff! Wir sind die besten Schützen. Nun. Angriff! Ich
Opfer für Kane. So, auch das ging zügig. Also wie gesagt, wenn man einigermaßen weiß, was einen erwartet, dann glaube ich, ist die Mission gar nicht mal so schwierig. Da oben noch ein Turm. Genau, und da fliegt schon die erste Kanonenkugel. Da oben verschanzen sie sich. Ich werde meine Position anpassen. So sei es. Ja, und das Gemeine ist ja, ich darf keinen meiner Helden verlieren. Das heißt, ich kann auch schlecht... Seht ihr, was ich gemeint habe mit zielsicher? Also da findet wirklich fast jeder Schuss sein Ziel. Mein Weg ist frei. Und das nervt doch ein wenig. Ich hoffe, da oben kommen nicht zu viele Einheiten jetzt. Die schwächlichen Feinde wurden gesehen. Ein Turm. Meiner Wege. Meine Truppen sich genau. Bemerkt. Und da oben sind Musketenschützen und Schwerkämpfer. Ja. Aber habt's auch mal die Kanone da ausschalten. Vielleicht sehen die mich ja gar nicht hier, sondern halten einfach die Stellung, wenn ich weit genug ich weg bin. So, warum bleibt ihr jetzt stehen? Mann, seid ihr doof. Angriff. Keine Gnade. So, das war's schon. Und vielleicht habe ich die einfach nur so getriggert, dass die jetzt einfach den Weg hier runter gehen auf meine Streitmacht zu. Es sieht fast so aus. Gut, es sieht fast so aus, als hätte ich da jetzt Ruhe vor denen. Meine Schritte. Und die warten brav ab. Gut. Wir warten auf Anweisungen. Dann kann ich es nämlich so machen, dass ich den Rest meiner Armee hier nach oben ziehe. Ja, die gehen brav wieder zurück. Das ist schön. Mein Hass ist meine Stärke. Tod den Azur! Halt, ihr wartet noch ein bisschen hinten. Ihr habt zu wenig Rüstung. Dann nehmen lieber die Speerträger diesen Turm ein. Wir warten auf Anweisungen. Die Flüsse werden zu Blut strömen. Der Feind wagt einen Angriff gegen euch. Stellt, Narren! Meine Todeskünste sind vollendet. Ja, und da oben kommt auch gleich noch Verstärkung der Menschen, soweit ich weiß. Nochmal mit einem Hauptmann. Die Feinde erwartet. So, aber ihr könnt dann ja schon mal hier die... Bewegt euch, ihr Schnecken! ...nächsten Sklaven organisieren. Die schwächlichen Feinde wurden gesichtet. Blut. Genau, da oben kommen die. Ich werde unsere verhassten Erdverwandten auslöschen. Wir warten schon zu lange auf neue Blutopfer. Wir werden rasch voranschreiten. Ja, da braucht ihr euch nicht hinter dem Haus verstecken. Unsere Pfeile sind geschärft. Führt mich, Gott des Todes. Ja, die laufen wirklich vor uns weg. Die Dunkelheit gibt mir Schutz. Dann spalten wir uns halt auf. Die schwächlichen Feinde wurden gesichtet. Elfen sind sowieso schneller. Wie kann ich dienen? Wir warten auf eure Befehle. Der Feind wagt einen Angriff. Die Winde dunkler Magie um mich herum. Wie lauten die Befehle? So, das ist gut. Dann kann ich mir die Musketenschützen extra vornehmen.
Der Hexenkönig wird über diese Kriegsbeute sehr erfreut sein. Das war eine gute Jagd. Wir müssen uns zurückziehen, bevor diese jämmerlichen Menschen wieder ihre Kräfte bündeln. Kniet nieder vor mir! Ja, den könnte sich eigentlich der Caleb ansehen. Ich bin der Bluthenker Kane. Noch mehr Opfer für Kane. Ihr wagt es, mich zu stören? Zumindest kriegen wir Gegenstände. Hier oben liegt auch noch einer. Eine verzauberte Rüstung. Nur der Tod erwartet sie. So, dann stellen wir uns hier mal schon auf. Was wünscht ihr? Und ihr könnt auch schon da aufbrechen. Vorwärts! Echsenleichen pflastern den Weg. Gut, dann wäre das da oben eigentlich eh die letzte Behausung. Da gibt's aber auch noch was. Irgendeinen Beschwörungskreis. Den möchte ich mir fast auch noch anschauen. Wir warten auf eure Befehle. Bewegung! Wie erwünscht. Wir warten auf Anweisungen. Wie erwünscht. Wir warten auf Anweisungen. Wir warten auf Anweisungen. So, wo geht's? Ach so. Da muss ich natürlich... Bereit. Stopp. Ihr müsst hier in Reichweite bleiben. Wir warten auf eure Befehle. Quasi in... Und Peitschenreichweite. Vorwärts. Ansonsten hauen die ab. Ja gut, und da kommen schon die... Nein, kommen sie nicht. So, was war das für ein Gegenstand? Das Dunkelherz des Kane wahrscheinlich. Gut, also wir könnten auch unsere Truppen auffüllen. Dieses Land ist geschwängert von Menschengestank. Wir warten auf eure Befehle. Wie kann ich dienen? Jetzt schaut euch die Unterkunft mal durch. Los, stürmen! Na. Krieger von Nagaroth, der Hexenkönig wird über eure Arbeit heute erfreut sein. Das geht ja immer schneller, habe ich das Gefühl. So, dann kann ich eigentlich schon mal die Typen da oben herlocken. Naja, wobei, also die Hexen dürfte ich schon noch, achso, die sind da eh vorne. Gut, dann passt's. Die möchte ich jetzt schon noch zumindest auf Stufe 2 bringen. Führt mich, Gott des Todes. Wir sind die besten Schützen. Auf die Feinde vorrücken! So, ich glaube, das dürfte eigentlich schon reichen. Tun? Es muss wieder frisches Blut fließen. Kniet nieder vor mir! Niemand darf mir im Wege stehen! Könnt ihr den Tempel Kains führen? Ja, da kommen die schon. Vorwärts, Bräute Kains! Wir vertrauen auf eure Befehle. Und was haben wir da? Schwerkämpfer. Das waren jetzt eigentlich immer Schwerkämpfer, oder? Die Hellebardenträger sind wohl aus. Der Feind, unsere Armbrüste sind bereit. Es wird ein Opfer so benötigt. Dann viel Spaß, Mädels. Führt mich, Gott des Todes. So, ja. Die wüten ganz schön in den Reihen der Schwertkämpfer. Ohne einen Verlust. Gut.
Gifte sind meine Freunde. Dann schauen wir mal, was uns da bei diesem komischen Beschwörungskreis erwartet. Wir warten auf Anweisungen. Da der Turm und die Unterkunft da oben, die kann noch warten. Ja, und bis jetzt halten sich auch die Verluste noch in Grenzen. Also, da können wir schon das eine oder andere Goldstück dran verdienen an der Mission hier. Wir warten schon zu lange auf neue Blutopfer. Der Hass ist meine größte Motivation. Ich beherrsche alle Hexenkünste. Die schwächlichen Feinde wurden gesichtet. Die Flüsse werden zu Blut strömen. So, was haben wir da? Ja, wieder der übliche Trupp und noch Ritter des Pantherordens. Nur der Tod erwartet sie. Die möchte ich gleich mal ein bisschen verkleinern. Ihr Atem wird bald schon ersticken. Wir werden in ihrem Blut baden. Schlachtet alle! Mein Wissen ist unermesslich. So, den sieht sich der Caleb mal an. Drei verfügbare Punkte, da könnte ich den eigentlich schon mal ein bisschen aufmotzen. Schlachtenherrscher. Zu Beginn des Duells erhält der Held einen Trefferpunkt pro Stufe. Da das Duell schon begonnen hat, bringt mir das nichts. Dann vielleicht lieber hier den tödlichen Schlag. Ja, und das sieht doch bis jetzt ganz gut aus. Also da, glaube ich, geht der Caleb siegreich hervor aus dem Nahkampf. Jawohl. Leider hat er keinen magischen Gegenstand dabei. Also schnell wieder rein in die Speerträger. Es wird ein Opfer benötigt. Die schwächlichen Feinde wurden gesichtet. Ja, das sieht mir auch schon wieder nach einer Stelle für einen Hinterhalt aus. Irgendwie eine große freie Fläche. Wir werden rasch voranschreiten. Das Schlachtfeld sei unser Tempel. Ja, zumindest sind sie schon mal auf Stufe 2. Bewegt euch geschwind vorwärts. Der also da scheint jetzt momentan nichts drin zu sein. Nicht, dass da irgendein Dämon rausspringt oder irgend so ein Späßchen. Dieses Land muss geopfert werden. Aber wir bewegen uns mal rein. Der Tod ist unser Begleiter. Ja, vielleicht passiert auch einfach nichts. Ah, vielleicht muss ich da die Sklaven hinbringen. Das kann natürlich auch sein. Bringen wir den Turm da noch zum Einsturz und
schauen da mal rein. Und dann dürfte es mit dieser Mission schon gewesen sein. Was liegt denn hier? Ach so, nur ein Rad, das an einem Zaun lehnt. Ich traue dem Programm nicht. Ich lasse lieber noch eine Einheit hier. Denn nicht, dass ich da die letzte Unterkunft ausräume und dann wird noch ein Ereignis getriggert und hier erscheint eine riesige Imperiumsstreitmacht. Also das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Von daher zweigen wir lieber noch ein Regiment Speerträger ab. Es muss wieder frisches Blut fließen. Ja, kommen ja, die auch. Bitte? Ich werde durch sie durchpflügen. Elixier der Belebung stellt TP des Helden vollständig wieder her. Der Feind wagt einen Angriff. Das ist was Feines. Meine Klingen waren die Richter tausender Opfer. Meine Klinge ist bereit. Die Feinde erwartet der Tod. So. Marschiert zusammen, Droschi! Dann bitte mal Sklaven einsammeln. Ja. Ah, Trank. Und Gold. Nein, Gegenstand. Was ist das hier für ein Finsterring? Begleitet meine Schritte. Finsterring. Plus 15% Nahkampfschadenresistenz. Gut. Da entlang. Wir warten auf eure Befehle. Eine mittelstarke magische Infusion. Also sozusagen 75 Goldstücke. Stehen euch stets zu Diensten. Vorwärts! Welche Aufgabe dürfen wir erfüllen? Wie ihr wünscht. Schneller oder fühle die Peitsche. Schön. Wir warten auf Anweisungen. Dann bewegt euch, ihr faulen Hunde! Los zum Kontrollpunkt. Ich glaube, das ist ja dann. Genau, bewegt eure beste Meister und mindestens eine Gruppe der Sklaven zum Leuchtfeuer. Ich benötige noch mehr Sklaven. Vermutlich wird jetzt nichts mehr kommen. Hoffe ich. Ich warte. Und wenn doch, hier mal die Echsenritter zur Absicherung hinschicken. Wir sind die besten Schützen. Verzeiht mir meine Paranoia, aber wie gesagt, ich habe die Mission jetzt schon zum zweiten Mal gespielt und jetzt ungern zum dritten Mal spielen. Was befehlt ihr? Was steht da eigentlich an im Profil? Na, Bewegungsrate 51 und die haben 59, gut. Ja, ist eh klar. Wenn sie die Sklaven fangen wollen, müssen sie schneller sein. Was wünscht ihr? Schneller oder fühle die Peitsche.
Schneller! Ja, schaut sie euch nur an, die Gefallenen. Dem Schicksal seid ihr jetzt noch entgangen. Aber vermutlich sieht ihre Zukunft da in Nagaroth auch nicht so rosig aus. Denn die Dunkelelfen sind halt auch nicht gerade für ihre Gutmenschlichkeit bekannt. Los, stürmen! So, mach mal Platz hier. Mein Wissen ist unermesslich. Wir warten auf Anweisungen. Insgesamt eine erfolgreiche Mission. Zwar jetzt zum Schluss doch noch ein paar Verluste eingefahren, aber ich glaube da die, was der Erlös von den Sklaven da ergibt, gleicht das wieder aus und auch die magischen Gegenstände waren jetzt nicht verkehrt, die ich da erbeutet habe. Waren ja doch einige. Ja, 2000 Gold. Also da geht was. Stets zu euren Diensten. Voran! Gut. Damit dürften wir siegreich sein. Kane sei gepriesen. Jawohl. Ja, 67 Einheiten verloren. Nach der siegreichen Schlacht durchsuchten Lilla jetzt Krieger die Leichen der Feinde und fanden 5000 Gold. Und dann geht's eigentlich gleich weiter hier mit der Herrschaft. Kehren wir aber schnell mal zum Lager zurück und schauen, was wir da Beute gemacht haben. Ja, ein dunkles Herz des Kane. Das kriegt mal der Tulaket. Der hat 2 Heiltränke und ein Elixier der Belebung. Das reiche ich mal weiter an den Killet. Kampfgeist können wir verkaufen, auch diese Infusion. Ja, das wär's schon. Ring, plus 15% Nahkampfschadenresistenz. Die lasse ich ihm mal. Ja, und hier, das gebe ich vielleicht auch dem Tulaket in den Echsenrittern. Genau wie die verzauberte Rüstung. Denn der, glaube ich, trägt mehr Nahkämpfe aus als die Lilaette. Mantel der Niedertracht. Passt zum Kaelet, genau wie das Skorpionschwert. Ja. Punkte vergebe ich auch gleich. Ja, 2 haben wir über. Das schreit doch nach dem Frost. Tulaket kriegt 1 Punkt. Da glaube ich, erhöhen wir die Trefferpunkte. Und für den Kaelet, da haben wir schon alles vergeben. Ja, dann auffüllen. Einfach mal ohne Sinn und Verstand alles wieder auf die volle Stärke bringen. Genug Geld haben wir ja. Und die Spruchrolle und dann die Infusion verkaufen wir auch. Neue Truppen, glaube ich, gibt es hier nicht. Nein. Aber im Zeughaus. Im Zeughaus. Rüsten wir die Armbrustschützen aus. Zumindest ein Regiment. Genau. Ja. Schön. Dann würde ich mich freuen, wenn ich euch in der nächsten Folge wieder begrüßen darf zur Mission
Herrschaft. Also, bis dann.